So, mein Projekt ist es, jungen Leuten, also Teenagern und jungen Erwachsenen irgendwie aufzuzeigen, wie Gewerkschaften funktionieren, also was sie überhaupt, was sie für ein Existenzrecht haben, was sie wollen und wie sie im Unternehmen so angegliedert sind. Und dazu würde ich eine Podiumsdiskussion machen, bei der ein Gewerkschaftler und ein Aufsichtsratmensch gegeneinander debattieren, was sie denn so davon halten, wie Unternehmensprofite aufgeteilt werden, wie Unternehmensumsätze aufgeteilt werden, welche Parteien auch für was stehen, würde ich gerne aufzeigen. Und genau, da hauptsächlich für Arbeiterinnen und Arbeiter das aufzeigen.